Seit 10 Jahren arbeiten Juden, Christen und Muslime in Berlin an einer Idee. Gemeinsam ein Haus zu bauen, das House of One. Auf dem Petriplatz in Berlin-Mitte soll ein Ort der Begegnung entstehen, gleich welcher Weltanschauung. Ein Ort mit Historie. Archäologin Claudia Melisch gibt einen Einblick in die Geschichte des Bauplatzes. Wir stehen hier auf dem Pfahlross der barocken Petrikirche. Ich befinde mich etwa 4 Meter unter der jetzigen Geländeoberkante und stehe auf Eichenbrettern. Und was selten ist in der Archäologie, ist hier die Tatsache, dass wir ganz genau wissen, von wann diese Eichenbretter sind. Und zwar stammen die aus dem Jahr 1730. 1730 ist am 29. Mai die mittelalterliche Petrikirche abgebrannt durch dreifachen Blitzschlag. Die befand sich etwa dort, wohin ich mit der Hand zeige. Und dann wurde diese Kirche abgerissen und schon im Oktober 1730 hat man begonnen, eine neue Kirche in barocker Gestalt zu errichten. Und um diese große Baulast dieser barocken Kirche, die einen Turm haben sollte, der 126 Meter hoch werden sollte, um diese Baulast zu bewältigen, hat man hier im Boden, im grundwasserführenden Bereich, so ein Pfahlrost errichtet. Und zwar sind das Pfähle, die in den Boden gesteckt worden sind und die sind überdeckt von diesen Planken. Die Planken, die wir hier sehen, die sind etwas über 30 cm breit und dann hier in Stücken von etwa 4 Meter verlegt. Und man sieht hier sogar noch die Nägel, mit denen die Bretter auf diese Pfähle genagelt sind. Und das, was wir hier an Flüssigkeit sehen, das ist tatsächlich das Grundwasser. Wir sehen hier das eine Ende des barocken Pfahlrostes und wir sehen hier vertikal in den Boden eingetiefte Balken und eine Mauer. Und diese Mauer zeigt das Ende des barocken Turmes. Der sollte 126 Meter hoch werden. Hier hat sich ein wahrer Architekturkrimi abgespielt. Der Architekt Friedrich Grehl, der mit der Erbauung dieser Kirche beauftragt war, der auch den Entwurf gestaltet hat, der hatte im Jahr 1733, als die Kirche fertiggestellt war, den Turm bis zur Traufhöhe der Kirche aufgeführt, weil er der Meinung war, dass dieses Grundgeschoss aufgrund seiner enormen Baulast ruhen sollte. Der König Friedrich Wilhelm I. war unzufrieden mit Grehl und hat ihn entlassen und hat seinen eigenen Hofbaumeister Philipp Gerlach, der sich damit rühmen konnte, den einzigen stehenden Kirchturm in Berlin verantwortet zu haben, nämlich den Turm der Parochialkirche, den Gerlach halt damit beauftragt, den Grehlschen Turm hier fertig zu bauen. Und der Gerlach hat genau das gemacht, was der König von ihm verlangt hat, mit dem Effekt, dass ein Jahr später dieser gesamte riesige barocke Kirchturm in sich zusammengefallen ist, beim Zusammenfallen einen Teil der Kirche mit zerstört hat und die steinerne Krone auf der Spitze der Petrikirche, die ist in dieses Haus Scharrenstraße, Brüderstraße Nummer 9 gefallen und zwar vom Dach bis in den Keller und lag in diesem Keller bis 1957. Und wenn sie niemand weggeräumt hat, dann liegt sie heute noch an der Stelle. Philipp Gerlach hat Grehl für den Turmeinsturz verantwortlich gemacht. Philipp Gerlach hat behauptet, dass die grehlschen Fundamente nicht tragfähig genug gewesen wären, dass die seitlich weggerutscht wären und dass deshalb der Turm zusammengestürzt ist. Und jetzt kommen diese Bretter wieder ins Spiel. Wir stehen hier auf diesem Pfahlrost, der ist topfeben. Wir sehen, dass Grehls Fundamente sehr wohl gehalten haben und sehr wohl immer noch gerade stehen und dass der Turmeinsturz dadurch bedingt war, dass zu schnell eine zu hohe Baulast aufgetürmt war und dieses Kollabieren des Turmes dem geschuldet war, dass der Mörtel noch nicht abgebunden hatte und dadurch quasi der Turm verrutscht ist. Eine späte Rehabilitation für Grehl, der dann aus Berlin ausgewiesen wurde und auch hier nichts mehr gebaut hat, aber anderswo. Hier inmitten dieses barocken Pfahlrostes sitzen die massiven Kalksteinfundamente der neogotischen Petrikirche. Der barocken Kirche war kein gutes Schicksal beschieden. Die ist, wie gesagt, 1733 eingeweiht worden. 1734 ist der Turm eingestürzt und die Kirche selbst ist 1809 abgebrannt.
Diese Ruine stand bis 1811 an dieser Stelle. Dann wurde die Ruine abgerissen durch den braven Maurermeister Berger aus Berlin, der sich das getraut hat, die hohe Kirchenruine abzutragen. Und danach gab es für viele, viele Jahre hier keine Petrikirche. Erst in den Jahren der Revolution ab 1848 begannen wiederum Bauarbeiten für eine neue Kirche. Diesmal in neogotischer Gestalt, weil diese neogotische Kirche an die mittelalterliche Petrikirche erinnern sollte. Und der Architekt Johann Heinrich Strack, ein berühmter Ziegelbaumeister seiner Zeit, der hat diese Fundamente geschaffen und darauf seine neogotische Kirche errichtet. Und diese Kirche war mit ihrem über 90 Meter hohen Turm für lange Zeit das höchste Gebäude Berlins. Ich sitze hier auf den Fundamenten der neogotischen Petrikirche. Sie müssen sich vorstellen, dass genau hier das House of One errichtet wird. Das House of One knüpft an die lange Kirchentradition dieses Standortes. Und das Niveau, was wir heute hier haben, also Sie sehen hinter mir die Geländeoberkante heutiger Tage. Und das hier war ursprünglich der Kellerfußboden der neogotischen Kirche. Die neogotische Kirche hatte ein wasserfreies Souterrain. Das war vom Entwurf her so verlangt worden, weil es eine moderne Heizung im Keller gab und weil einige Räume auch genutzt werden sollten. Zum Teil wurden die vermietet. Und ursprünglich ging man mehrere Stufen zur Kirche hinauf. Das heißt, der ursprüngliche Kirchenboden ist verloren. Aber was zukünftig hier geplant ist, ist, dass der neue Petriplatz sich auch erhebt über das Geländeniveau, sodass man zukünftig zum Petriplatz und dann eben auch zum Eingang des House of One hinaufgeht. Und dieses Untergeschoss wird in verschiedenen Bereichen, also ganz genau gesagt in drei Hallen, für die Besucher erfahrbar sein. Also auf Altem wird das Neue begründet. Ich stehe hier auf den Fundamenten der gesprengten Petrikirche. Sie müssen sich vorstellen, diese Petrikirche mit ihren über 90 Metern Höhe war in den letzten Kriegstagen 1945, also am Ende des Zweiten Weltkrieges, als hier vorne auf der Gertraudenstraße die Hauptkampflinie verlief, natürlich ein Ziel für Beschuss. Und so ist die Kirche in den letzten Kriegstagen ausgebrannt, stand dann hier als Ruine und wurde in den 50er Jahren auf Bestreben der Regierung der damaligen DDR abgerissen. Und zunächst wurde der 90 Meter hohe Kirchturm abgerissen und dann wurden die Schiffe gesprengt. 1964 und 1965 hat das stattgefunden und dann wurde die Kirche abgerissen bis etwa 1,20 Meter unter das heutige Geländeniveau. Und das ist, was wir hier sehen. Nach der Sprengung fuhr hier wochenlang eine Dampframme über das Gelände und von daher stammt dieser orangefarbene komprimierte Ziegelschutt, aus dem zum Teil auch noch die Sprengdrähte rausschauen. Und hier sehen wir jetzt in dem Ziegelschutt einen der Bohrpfähle des Houses of One. Dieser Bohrpfahl ist dazu bestimmt, dass zukünftig der Balken, der sogenannte Pfahlkopfbalken, der die Last des Houses of One trägt, hier drauf ruht. Also die Last wird nicht auf den Fundamenten der Petrikirche selbst ruhen, sondern auf diesen Bohrpfählen. Und es ist was Wunderbares mitzuerleben, dass hier wirklich auf dem Alten etwas Neues entsteht. Für die, die es rein technisch interessiert, diese Folie drumherum. Und diese Folie sorgt dafür, dass es einen kleinen Zwischenraum gibt zwischen den echten Fundamenten und dem neu gegossenen Pfahl, sodass kein Kraftschluss entsteht zwischen den Kirchenfundamenten. Ich stehe jetzt hier in der Brüderstraße an der Ecke Scharrenstraße und hier befand sich der barocke Kirchturm. Die barocke Kirche war anders ausgerichtet als die mittelalterliche Kirche. Die barocke Kirche war mit ihrem großen Turm zum Stadtschloss ausgerichtet. Und das Stadtschloss wäre heute in diese Richtung gelegen, wo hinter mir die EMTS, European School of Management and Technology, ist. Und Friedrich Wilhelm I., der preußische König, war eben ein großer Befürworter des Baus der Petrikirche, weil er wollte seine Domkirche für sich und seine Leute haben und er wollte, dass die anderen Bediensteten hier in die Petrikirche gehen.
Und das soll in Zukunft wieder möglich sein. Doch nicht nur für die christlichen Bediensteten des Königs. Mit der Grundsteinlegung am 27. Mai entsteht hier ein Haus für alle, die einen Austausch mit den Religionen und der säkularen Gesellschaft suchen. Und bis dahin sorgt Claudia Mehlisch dafür, dass das Fundament, auf dem das House of One entstehen wird, gut geschützt bleibt.